es gibt ja Geister hier, ne? Es gibt ganz, ganz viele. Die sind auch böse. Irrsinnig böse. Ich hab die auch. Ja. Ja. Böse, böse Geister. Die nennen sich Kilo-Geister. Die verstecken sich auch. Ganz dolle. Die sind aber. Auf einmal sind die da. Die kann man gar nichts gegen machen. Die kriegt man auch ganz schlecht wieder weg. Ich hab das festgestellt. Ja. Die sind versteckt. Die sind echt, echt gut versteckt. Erst sind sie hier drin. Da so in sowas hier. Ne? Und ja, guck mal, da steht Malz. Malz steht da drauf. Da sind die drin. In sowas. Ne? Und in noch was hier. So anderen Sachen sind die auch drin. Hier, ich habe hier da sowas hier, guck mal hier, in sowas da, da steht ja sowas drauf hier, so mit, das sind so runde Dinger, so Smarties nennt sich das, da sind die auch drin, die sind da vollkommen, die so bunt versteckt, ne, sieht man nicht, sind aber auf einmal da, die sind auch ganz hinterlistig, das sind ganz hinterlistige Viecher, die gehen einfach durch den Körper. Und verstecken sich dann. Ich habe die aber gefunden. Ich habe da gesucht und ich habe die gefunden. Die bei uns verstecken sich im Badezimmer. Da unterm Waschbecken verstecken die sich. Da bist du so ein viereckiges Ding. Pass mal auf. Ich hole euch das mal. Ich zeige euch die Geister. Ich hab die gefangen. Bin gleich wieder da. Hier drin habe ich die gefangen. Das ist eine Geisterfalle, ist das. Kann man das erkennen? Das ist Geisterfalle. Die ist sogar, habe ich eingepackt gelassen, damit die nicht abhauen. Und die zeigen sich so, aber nicht. Also die kann man so nicht sehen. Die kann man erst sehen, wenn man sich da auf diese Geisterfalle stellt. Dann zeigen die sich. Alle auf einmal. Ganz, ganz gefährliches Viehzeug ist das. Die kriegt man auch ganz schlecht wieder weg. Also da kann man machen, da kann man um Block so rum. Die wird man ganz schlecht wieder los. Ja, ich hab das auch schon versucht. Ich habe die versucht, mit dem Fahrrad abzuhängen. Das funktioniert auch nicht. Die sind immer da. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du die Falle mit. Vielleicht fallen die da raus. Das funktioniert auch nicht. Nee. Ich habe mir also alle Mühe gegeben. Da gibt es jetzt, aber das ist schon ein bisschen älter, da gibt es Leute, die haben sich damit beschäftigt. So ähnlich wie diese Ghostbusters. Ja, die haben gesagt, wir kümmern uns um die Geister. Okay, das ist eine tolle Sache. Ja, die machen das so. Die kleben auf jeden Geist, kleben die so einen Punkt drauf, damit die genau wissen, das ist ein Geist halt. Ne? Und dann wird der da so drauf gemacht, der Punkt. Und damit werden die gezählt, die Geister. Die haben dann Nummern. Und dann sagt man dann halt eben, wenn man jetzt so irgendwas hier so, wo Geister drin sind. Das kriegt dann Punkte. Und dann heißt das, von da bis da, das sind so viele Geisterpunkte. Das ist ein ganz neues System. Das ist da vor ein paar Jahren ist das zwar schon, aber es ist ein ganz neues System. Das ist ein Geisterpunktesystem, nennt sich das. Die nennen das irgendwie aber anders. So, und dann muss man dann halt eben, dann sagt man, okay, da sind von hier bis hier sind so und so viele Geisterpunkte. Und dann, wenn ich denn hier so trinke, ich begebe mich jetzt mal in diese Gefahr rein, ja? Und die Geister da. Mein Körper da. Ne? Denn habe ich jetzt so und so viele Geisterpunkte und mehr von diesen Geisterpunkten darf ich denn nicht nehmen. Vielleicht darf ich noch so ein kleines, so ein Geisterpünktchen darf ich vielleicht noch jetzt dazu machen. Und dann ist aber gut.
Ne? Dann werden dann nicht mehr so viele in der Falle da gefangen. Und das werden dann irgendwann nach ein paar Jahren, wenn das dann mal weniger. Aber ganz, ganz weg sind die dann nicht. Ne? Die hinterlassen so komische, so Wellen am Körper. Diese Wellen, die haben die bei mir da auch schon hinterlassen. Ja. Und momentan ist diese Welle noch ein bisschen ausgefüllt. Ne? Also da muss man jetzt, da muss man halt eben jetzt sehen, dass man dann diese Geisterwellen da und die Geisterpunkte da halt wieder rauskriegt. Ne? Ganz schwere Sache. Also seid vorsichtig. Geisterpunkte, also diese Geister sind fürchterlich. Ne? Mit dem Auto kann man die übrigens nicht abhängen. Das geht gar nicht. Im Gegenteil. Die fahren gerne Auto. Auch Bus und Bahn fahren die ganz gerne. Den Weg dahin zum Bus, den mögen die nicht so. Und wenn man wieder zurück, den auch nicht. Das mögen die nicht gerne. Also da seid ein bisschen vorsichtig mit diesen Geistern. Ne? Lasst euch da nicht irritieren. Weil wenn ihr beim Dampfen was trinken müsst, passt auf, dass ihr da nicht den Geistersaft trinkt. Dieser Geistersaft ist meistens mit Tee gekennzeichnet. Da ist dann so leckere Sachen davor. Ja? Aber meistens steht hinten Tee hinter. Das ist so, steht dann so unter der Flasche davor. Ja? Und da sind ganz, ganz viele Geisterpunkte drin. Also das ist ganz vorsichtig. Lasst euch aber auch nicht von diesem Geisterverein da irgendwie. Das bringt nicht ganz viel. Das kostet nur einen Haufen Geld. Ja, die sind da also ganz, ganz rigoros. Die sagen da, nee, also wenn du hier Geisterpunkte, dann musst du dafür ganz viel Geld bezahlen. Und das mögen manche gar nicht. Weil die sagen, ja, dann nee, ich dampfe ja, weil ich da ja sparen. Und will ich jetzt das Ganze für Geisterpunkte da wegmachen, dann habe ich ja auch nichts davon. Ja. Also wenn ihr denn so dampft und dann da, ne, dann trinkt nichts mit dem das Trocken und dann trinkt nichts mit diesen Geisterpunkten. Ich sage euch das. Das ist ganz, 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 ganz gefährlich. Weil die wieder wegmachen, das ist nicht gut. Da gibt's aber auch, da gibt's ja ganz tolle Sachen. Das kostet aber noch mehr Geld. Da kommt dann einer an und der sagt, gut, das machen wir weg. Dann macht er dich husch. Und dann liest er da. Und dann kommt er an mit so einem Staubsauger. Und dann saugt er die Geister ab. Das haben die Ghostbusters, die haben das ja auch gemacht. Die haben dann so Fallen und da werden die Geister reingesaugt. Und das macht der auch, aber das sieht ein bisschen anders aus. Und das haben die ja auch schon mal da in so einem Fernsehen gezeigt. Das sieht ganz komisch aus. Aber danach sind dann die Geister ganz weg. Das kostet aber ganz, ganz viel Geld. Das kostet mehr als bei diesem Geisterverein. Ne? Und da hat man danach dann auch von seinem eigentlichen Ich ganz viel in so einer Schüssel liegen. Das kann man nicht wieder verwenden. Nein, das geht gar nicht. Nee. Also das ist definitiv Abfall. Das machen manche denn in so Salven rein. Das geht. Dann schmiert man sich dann halt eben, ne, die Geister auf dieses Gesicht wieder. Aber das ist, ja, da gibt es dann andere Leute für die. Die machen das. Das habe ich gesehen. Ja. Das haben die da auch schon in dieser Bildungskiste, sag ich immer, gesagt. Ja, also Leute, seid vorsichtig. Man kann die Geister nicht sehen. Die sind einfach da. Und wenn ihr die loswerden wollt, passt auf und guckt. In manchen Sachen sind ganz, ganz viele Geisterpunkte. Die sind ganz, ganz lecker. Und diese Geisterpunkte, nicht da so und rein. Die kommen manchmal gar nicht wieder, die kommen nicht wieder raus. Manchmal. Die gehen gleich so in die Falle rein. Und da gehen die nicht. Ich habe das getestet hier bei uns. Da sind mehrere drin gefangen. Ja. Ich habe jetzt gedacht, jetzt nimmst du eine neue Geisterfalle. Nee. Auch die müssen das merken. Die müssen irgendwie da so rüber gedingst sein in die neue Geisterfalle.
dachte jetzt, ha, du nimmst jetzt eine mit Batterien. Wenn Batterien die raus, dann ist ja alles tot. Ja, nee, 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 nee. Auch das haben die Geister überlebt. Die sind nach wie vor da. Also bitte seid vorsichtig mit den Geistern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.